Ich trage keine Uhr. Hat man erst einmal gelernt, sie zu lesen, ist das unnötig. Und es ist sinnlos an einem Ort, an dem Zeit nicht existiert. Die Schneeballblüte. Geschichte eines Abschieds, der sich beinahe 30 Jahre hinzog. Das Bild starrt vom Beifahrersitz herauf, drängt mich zu einem Ort, an dem ich nicht sein mag, an dem ich noch nie gern gewesen bin. Nässe wispert auf dem Boden, schwellende Dunkelheit, Stille. Flüstern und Schreien, drängende Schatten. Was beäugt mich die Krähe aus der Tanne? Darunter wächst sie, die Blüte. Die Schneeballblüte, eine Geschichte aus dem Band Fang das Licht, im September als E-Book-Auszug im Amazon Kindle Store.